Ja, willkommen zum Modern Koi Blog. Ich checke jetzt erstmal, ob ich hier laufen kann. Nicht, dass ich hier noch durchbreche, bevor das große Spektakel heute losgeht. Komori. Viele kennen Yamaguchi, wo wir in den vergangenen Jahren unsere Super Jumbo Karashi-Koi rausgeholt haben. Super Jumbo, egal ob sie es mit 90 cm definieren oder ab 100 cm. Es sind einfach die gewaltigsten, die größten aller Koi. Irgendwann mal beim Abfischen hat Konishi damals gesagt, als er zusammen mit seinem Sohn 105 oder 110 cm Karashi zur Zeit rausgewuchtet hat. Da gibt es ja dieses eine YouTube-Video mit über 5 Millionen Klicks mittlerweile. Hat er gesagt, oh, this is Super Jumbo. Ja, und da hat sich dann der Begriff irgendwann mal manifestiert. Und ich kann Ihnen aber sagen, aber das ist leider auf dem Video und auf Bildern nur sehr, sehr schwer rüberzubringen. Der Unterschied zwischen einem Meter Karashi-Koi oder 1,10 m, das ist wirklich wie zwischen 60 und 80 cm. Nicht nur um die Länge, sondern da geht es nicht nur um die Länge, sondern insbesondere ums Körpervolumen. Wenn die manchmal vor uns im Becken schwimmen, das ist wirklich unfassbar, wie riesig diese Tiere sind. Und die größten Tiere, die derzeit im Besitz der Konishi-Koi-Farm sind, die schwimmen derzeit in Komori und 10 Stück, 11 Stück gehen wir davon aus, dass sie über einen Meter sind. Die größten, die eingesetzt wurden, waren 1,04 m, 1,05 m. Nur darf man da jetzt natürlich nicht mehr erwarten, dass der jetzt von einem 1,05 m sofort auf einen 1,10 m wächst in einem Sommer. Das geht nicht, das ist überhaupt physiologisch gar nicht möglich, sondern da freut man sich wirklich um jeden Zentimeter, 1 Zentimeter, 2 Zentimeter zugelegt und wenn es mal ganz gut läuft, dann 3 Zentimeter. Ich weiß jetzt nicht, was der größte war, der im Frühjahr hier eingesetzt wurde. Vielleicht haben wir heute einen mit einem 1,10 m. Aber ich kenne viele dieser Koi vom Frühjahr noch, wie sie im Glashaus in Hiroshima geschwommen sind. Und da waren sie unfassbar groß. Und ich habe zu den Jungs gesagt, sie sollen heute schön langsam machen. Ja, ich möchte viele gute Videosequenzen schießen, aufnehmen und natürlich auch entsprechend gute Bilder machen. So, Sie dürfen also wirklich gespannt sein. Heute ist der Konishi-Tag. Karashi ist mit der Firma Konishi verbunden. Wie kaum ein zweiter Name mit einer Farm. Und da unten schwimmen sie schon. Ich habe jetzt einen super Weitwinkel drauf. Da nimmt man die Größe nicht so wahr. Also die drei da unten haben mit Sicherheit zusammen 3 Meter Minimum. Also, hier wird noch kurz gefrühstückt. Und wenn das Frühstück vorbei ist, dann geht es hier ab. Und bleiben Sie dran, es wird ein geiler Tag. Hier wird jetzt mal das Netz zusammengezogen. Da hinten ist das Wasser noch relativ tief, wo Makoto gerade ist. Die Koi sind relaxed. Das ist auch wichtig. Wir haben keinen Autokran. Das muss alles getragen werden heute. Warum haben wir keinen Autokran? Das ist zu gefährlich. Also Konishi hat sich irgendwann mal dagegen entschieden. Und hat gesagt, die müssen in Tüten getragen werden. Wir haben es bis vor 2 Jahren, wurden die großen Koi noch mit den Autokranen bewegt. Aber er möchte, dass es ab sofort in Tüten geschieht. So, das Netz ist zusammengezogen. Kann es nur noch wenige Minuten dauern, bis Akimoto dann den ersten in den Winnie-Pooh-Pool umsetzt. Ja, bevor wir uns um die Karashi-Koi kümmern, hier erstmal Süßwassergarnelen im japanischen Ebi. Und das sind Unmengen hier in Komori. Die werden Moichido. 何センチぐらい? Sie haben gerade gesagt, Sie können sie nicht. Das ist der größte. Man kann sie nicht mehr in Fuji-Pool von Hand umsetzen. Sagt er, das ist einfach zu groß. Das geht auf den Rücken. 何キロくらいあります? Also 30 Kilo ungefähr, 60 Pfund. Die Karpfenangler wissen, was das heißt. Also sie gehen direkt von hier in die Tüte. So, wir fangen mit dem größten an. Aber Ichiban Okiyatsu.
Also das ist der größte. 1,10 Meter ungefähr. Riesenkörper. Das werden Sie gleich sehen. Schauen Sie sich die Gewalt an. Die Kraft. Zenbu-den-nan-kilo-kurai? Also 50, 60 Kilo. Unfassbar. Da lacht sogar Chris an und er hat wirklich schon alles gesehen. Also ist der gleiche Fischtank wie sonst. Und stellen Sie sich vor, wie die auch. Die Schwanzflosse ist 40 cm hoch. Jetzt hat er sich gerade verkrümelt. Da unten kommt er jetzt vor. Jesus Christus, ist der riesig. Boah. Das Körpervolumen für diese Größe an Fisch, das ist einfach krass. Wahnsinn. Jetzt kommt ein deutscher Chagoi aus der Karashi-Linie. Die Kamera will schon immer scharf stellen. Das gleiche Schiff. Hat er sich umgedreht. Jetzt wissen Sie auch, warum Konishi sie nicht mehr in den harten Transportkisten transportieren möchte, sondern wirklich von Hand in Tüten. Da ist alles weich, der Koi kann sich nicht verletzen. Wahnsinn. Schauen Sie mal Kotos Hände an. Jetzt gucken Sie mal Kotos Händchen an. Im Vergleich zu diesem Riesenfisch. Verrückt. Absolut verrückt. Schauen Sie Christian an im Größenvergleich zu diesem Koi. Christian ist nur noch am Lachen. Shinshirare, nein. Ja. Und Willi, was sagst du? Willi lacht halt völlig bescheuert, oder? Hättest du dir vorstellen können, dass Koi so groß werden können? Nein, nie. Also Willi hätte sich nie vorstellen können, dass Koi so groß werden können. Das ist unglaublich. Und da kommt gleich das nächste Unglaubliche. Das sind alle Chotosatnarin no Yona. Das ist der
Ichiban Nagai-no. Also das ist wohl der längste Nansenjikurai? 110. Also der hatte vorher schon 1,10 Meter und war der größte beim Einsetzen. Und da muss man jetzt schauen, wie groß er jetzt ist. So, ich werde jetzt mal ein paar Bilder schießen und bin aber nachher gleich wieder für Sie da. So, zur Abwechslung mal ein bisschen Gosanke. Ogyakusano Sanke? Uchino. Oh ja, goe. Also, ein unverkaufter Sanke. Den Kojima jetzt alleine. Kojima hat Kraft wie ein Tier. Nankiro Kurai Sanju? Er sagt, das ist nur 20 Kilo. Das wünschen wir ihm und vor allem seinen Bandscheiben. Ich gehe ja. Und wieder ein Karashi. Sie sehen dann im Block, im Glashaus. Das ist jetzt noch eine handelbare Größe. Aber jeder, der die gerade sieht, die schon oben sind, sagt, das gibt's gar nicht. Wird sich auch gewaltig. Koshi Itai. Er macht schon den Übungen, tut der Rücken weh. Hier geht der Nächste. So, der Chef trägt auch mal alleine ein. Semu wa hitori de, ne? Gambatte! Was machst du gerade? Im Hintergrund plätschert es nur noch. Misette. Uki jetzt, ne? Doi. Misette. Sehr schöner Karashi. Uchino. Uchino. Wunderschöner Karashi. Wer weiß, dass er schön ist? Eine kleine Diva. Der hat keinen Bock, aus dem Schlamm rauszugehen. Und jetzt wissen Sie genau, warum man es heute mit Plastiktüten macht. Da passiert ja nichts. Und das ist immer noch das Wichtigste von allem, dass die Koi unversehrt bleiben. Und egal wie viel Manpower damit einfließen muss. Das ist das Entscheidende, um das es hier geht. Schauen wir uns hier mal die Zwischenbilanz an. Imamade Nambikikurai. Also 14 sind schon da von 21 und somit ist das Becken praktisch voll. Purwai Pai, ne?
Und das war jetzt einer der kleinen. Vielleicht so 95. Das sind wie U-Boote. Wir sind beim letzten angekommen. In Kutschako. In Kundenbesitz. Auch tolle Qualität. Yogata, ne? Nihono? Japanischer Kunde. Und den verfolgen wir jetzt nach oben. Und dann schauen wir uns die ganze Ausbeute mal an. Chris nimmt den gleich wieder in Augenschein. So, der Transportbehälter ist jetzt wirklich mal voll. Jetzt rufen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge einfach mal die Bilder hervor, wenn wir 3- und 4-Jährige abgefischt haben, wie winzig die im Vergleich hier auf dem Truck gewirkt haben. Schauen Sie mal nur diese Schwanzflosse an. Krank. Das sind mindestens 40 cm. Also meine Handspanne sind 25. Yonjuaru, ne? Also eher 45 cm hoch. Die Schwanzflosse, das ist ein geiles Bild. Und ich glaube, das Ergebnis ist super. Kein einziger fehlt. Sind alle zurückgekommen. Und so möchte ich mich vom heutigen Blog verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Freut mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Unten wird noch aufgeräumt, dann gehen wir zurück in den Shop und dann werden Sie diese schwimmende Boliden noch in einem Block beim Vermessen, beim Fotografieren sehen. Und wir sind jetzt selber gespannt, wie die nachher als Einzelartisten vor uns im Becken schwimmen. Und ich glaube, dass da so manches Raunen durch die Gruppe gehen wird. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wenn Ihnen der Blog gefallen hat, dann liken Sie ihn. Willi schaut jeden Blog und liked jeden. So, machen Sie es gut. Claudia und Fabian auch. So wie sich das gehört. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Blog.